Hallo liebe Freunde, herzlich willkommen zurück zu einer neuen Folge Minecraft Frieden. Und ja, heute mache ich mich mal auf die Suche nach einer geeigneten Stelle, ja, für die Hobbithöhle. Und ich nehme einfach mal alles mit, was ich jetzt hier so mit habe, außer die Sachen, die ich wirklich gar nicht brauche. Warte mal. Wir gucken mal. Also hier verrottetes Fleisch brauche ich nicht. Den Fisch nehmen wir mit. Den Staub brauchen wir auch nicht. Das könnten wir ja eigentlich mal hier in den Ofen packen. Hier habe ich mir ja noch Stein gemacht. Okay. Ja, das brauchen wir auch nicht mitnehmen. Holz können wir vielleicht noch ein bisschen mitschleppen. Ja, ich glaube, ja, den Kompass brauche ich jetzt auch nicht. Den bekommt man ja sowieso, wenn man stirbt. Trank der Heilung. Ja, ich habe eben eine Hexe getötet, bevor ich angefangen habe. Die stand da blöd im Weg rum. Deswegen habe ich diesen Trank. Gut, wir nehmen das ganze Zeug mit und wir gucken mal, wo wir unsere Hobbit-Höhle bauen. Ich glaube, ich weiß ja schon wo. Jetzt muss ich mal schauen, warum habe ich V-Sync aus? Wo haben wir das denn? Nein, ich glaube unter Leistung auch nicht. Qualität? Auch nicht, ne? Seht ihr da was? Nein. Da waren wir gerade, da waren wir Details. Nein. Das muss doch, wo ist denn dieses V-Sync jetzt hin? Okay, wir gucken nochmal hier. Das ist Qualität, nein. Unter Leistung hätte ich eigentlich gedacht, wär's. Bildrate anzeigen. Okay, aber jetzt ist das Schlieren auch weg, glaube ich, meine ich. Was ich eben hatte. Na gut. Wir gehen los. Wir haben alles. Außer Kohle. Kohle müssen wir ein bisschen mitnehmen. Hier aus der Kiste natürlich. Natürlich. Nehmen wir mal zumindest die Hälfte mit, damit wir ein bisschen was haben. Und wie findet ihr mein Haus? Schön, ne? Also, das Dach ist wirklich niedlich geworden. Ah, ich brauche noch einen Briefkasten. Es wäre nett, wenn einer derjenigen, die hier schon, fällt mich gerade nicht ein, wie man den baut, mir einfach einen Briefkasten dorthin stellt. Denn es wird jetzt nicht mehr lange dauern, bis neue Leute hier auf dem Server dürfen, bis der Server dann auch öffentlich gemacht wird. Jetzt wird es dunkel, ne? Toll, jetzt. Wir legen uns noch mal kurz ins Bettchen. Überhaupt ein Bett hier drin? Ah doch, ja. Habe ich ja klar. So, wir legen uns ins Bett, damit uns jetzt die Monster nicht stören. Ich habe mir beim letzten Mal... Boah. Da guckt einer der Tod an, wenn man sich ins Bett legt. Ich habe ja letztens schon geguckt, wo wir bauen. Und ich glaube, eine gute Stelle gefunden. Wo ich auch schon ein Schild hingestellt habe. Und da gehen wir jetzt gemütlich hin. Da hier gibt es ja schon mal zumindest in die Richtung so einen Weg vom Dorf aus. Da mache ich mir, glaube ich, hier auch noch einen Weg lang hier. Dann meine ich da. Genau, da haben wir unser Schild. Und ich glaube, das ist eine gute Ecke da oben. Boah! Da bin ich schon mal rein. Was ist denn hier? Warum ist denn hier alles kaputt? Was ist denn hier los? Das muss mal hier jemand reparieren. Das geht doch nicht so. Der ganze See läuft doch ab. Und dann, was dann? Dann schwimmen die Fische im Trocknen.
Auch ein blödsinniger Satz, ne? Wie sollen denn die Fische im Trocknen schwimmen? Geht gar nicht. Habt ihr jetzt wieder nicht aufgepasst, ne? Ja. Hier entsteht No Dash Bros Hobbit-Höhle. Also hier habe ich mir gedacht, bauen wir die Höhle hin, ne? Ja. Und wir fangen ganz grob an. Und zwar, indem ich hier mal ein bisschen Platz mache. Und ich habe mir gedacht, warte, das geht besser eigentlich mit dem Schwert, oder? Okay, diese Sachen, das Kopfzeug hier erstmal wegschaffen. So. Die Blume kann ja erstmal bleiben. So, dann machen wir hier die Erde weg. Und dann kommt hier, warte mal, wir gehen mal nochmal einen Schritt zurück, damit ihr euch das vielleicht auch vorstellen könnt. So. Hier. Ja, hier kommt ein Eingang hin. So ein Hobbit-Höhleneingang. Hier. Okay. Da muss ich natürlich bis hier die Erde erstmal wegmachen. Ich habe jetzt noch keine Vorstellung, wie groß das Tür sein wird, damit die auch einigermaßen rund aussieht. Egal, wir fangen einfach an. Ihr kennt mich. Ich mache da nicht sehr viel Planung. Da halte ich nicht viel von. So. Okay. Wie wir nachher das Terraforming hier wieder betreiben, das werden wir dann sehen. Ich glaube. Aber wir müssen auf jeden Fall noch eine Stufe hier wegmachen. Keine gescheite Tür hin. So. Okay, wenn wir jetzt, ich nehme hier mal da Holz für. Ja, meint ihr, wir können den Hobbit-Eingang schon so machen? Und uns dann einfach hier... Ja, das soll ja auch... Das ist schwer. Das ist halt schwer mit Blöcken. Aber so eventuell. Nee. Obwohl, doch. Lass uns mal so. Ja. Könnte man das hier so machen als Hobbit-Höhleneingang? Ja, ich glaube schon. Lassen wir es erstmal so. Wir müssen jetzt wieder Erde drumherum bauen. Das soll ja dann hier zu sein. So, da habe ich zu viel Erde weggenommen. Das soll ja hier natürlich dann aussehen. So, und ich kann ja dann später auch weiterbauen, dann kann man, je nachdem die Erde hier noch wegmacht, Fenster hinmachen. Ein Fenster machen wir, glaube ich, direkt hier hin. Und zwar so. Das hier ist dann das erste Kupferfenster, so. So, da können wir das da drin einfach schon mal aushöhlen. Okay, und dann machen wir hier auch Erde hin. Hier wächst ja auch Wiese drüber, damit wir auf jeden Fall da drin genug Platz haben, eine Decke zu bauen. So, ich glaube, das machen wir so. Guck mal, mal gucken, wie es jetzt aussieht. Das soll ja relativ natürlich in den Berg reingebaut sein, alles. Und ja, einfach natürlich aussehen. Das ist jetzt die Schwierigkeit. Aber ich glaube, das sieht doch schon mal... Das sieht doch schon ganz nice aus. So, jetzt buddeln wir uns einfach hier rein und machen daraus eine Hobbit-Höhle. Hier gehen wir wieder runter. Ich glaube, die Tür...
weiß ich jetzt nicht, wie ich die anders lösen soll. Außer man würde das größer machen, ne? Dann könnte man es noch runder machen, aber ich glaube, das ist gut so. Wie gesagt, das können wir ja noch mal ändern. Oh, das war, siehst du, das ist zu viel. Hier ist schon der Bergende. Eventuell machen wir noch Terraforming mit dem Berg, je nachdem, wie wir hier vorgehen wollen, hier drinnen. Aber erstmal machen wir uns mal hier ein bisschen Raum. Und die Decke würde ich auch gar nicht höher machen. So Hobbit-Höhlen sind ja eigentlich sehr eng. Naja, für Hobbits sind die jetzt nicht so eng. Mal gucken, vielleicht machen wir doch eine Deckenhöhe höher. Dann müssen wir natürlich da oben wieder auch zumachen. Ich mache jetzt einfach so. So, dann müssen wir hier jetzt natürlich die Sachen wieder dicht machen. So. Perfekt. Ich glaube, hier ist schon genug Erde drüber. Ja, machen wir die Deckenhöhe so. Haben wir ein bisschen mehr Platz und vielleicht auch später für den Ausbau. So, hier kommt auch nochmal ein Stein, ein Erdstück. So. Gut, das sieht doch gut aus. Und ich bin gespannt, ob, also wie gesagt, ihr dürft euch dann jetzt, wir machen dann hieraus den Hobbitberg. Wer jeder, der Lust hat, darf sich dann hier später eine Hobbithöhle bauen. Machen wir aber so, dass da relativ, also genug Platz ist. Das heißt, also man fängt nicht hier direkt daneben an mit der nächsten Hobbithöhle, sondern irgendwo höher. Oder vielleicht da oder da. Ne? Wir haben ja hier, der Berg ist ja groß. Der ganze Berg hier, das könnte dann eine ganze Hobbit-Gemeinschaft werden. Und ja, innen drin, wenn man ausbaut, dann guckt man natürlich auch, dass man nicht dem anderen in die Quere kommt. Aber man wird sich ja auch irgendwie einig. So, machen wir erstmal hier den ersten Raum. Soweit fertig. So, ja. Lalalala, wir kloppen uns die Steine weg. Da können wir die Zwerge gut gebrauchen, die sind gut im Höhlen bauen. Im Steine kloppen. Oh, das wird cool, auf jeden Fall. Das ist eine gute Idee, das wird richtig cool. Und dann müssen wir natürlich auch hier so Zwischengänge machen. Also das, diese Gänge. Ja, Hobbithöhle ist gar nicht so leicht. Gar nicht so leicht, wie ihr denkt vielleicht. Denn ich mache jetzt ja hier zwar eine Höhle, aber Hobbithöhlen sind ja eigentlich, die Gänge sind ja dann auch rund. Wisst ihr das? Die verbinden dann Räume, die ein bisschen größer sind, aber der Flur ist dann auch... Ah ja, das wird ganz schön tricky, hier was Schönes hinzuzaubern. Aber wichtig ist erstmal hier Platz zu schaffen. Hier auszubauen. So eine Hobbithöhle, denke ich mal, wird relativ groß. Jetzt haben wir nichts mehr hier. Egal, wir machen einfach hier kurz die Erde mit der Hand weg. Und haben jetzt hier schon mal eine gute Vorbereitung. Und können dann zurückgehen jetzt gleich mal. Ja, cool, das, oder? Also das kann man von außen, wird das natürlich auch verkleidet. Ich werde auch nochmal in Herr der Ringe reinschauen, mal sehen, wie die das so gelöst haben, wie das aussieht, ob da auch irgendwo Stein mit bei ist und so weiter. Ich weiß es nicht mehr genau. Ja, und wir werden dann weiter gucken. Jetzt gehen wir erstmal zurück. Wir brauchen sowieso eine neue Schaufel. Es wird dunkel, wir haben hier noch kein Bett stehen.
wandern wir hier durch. Das wird cool. Hier muss auch ein richtiger Wald drin. Ein bisschen mehr Bäume. Oh Mann, das wird ein toller Server auf jeden Fall. Coole Sache. Ich freue mich schon. Wie gesagt, wenn die nächsten hier auf dem Server, auf den Server kommen. Und ich werde. Wir werden halt schauen, dass wir das hier alles jetzt so zügig wie möglich fertig kriegen. Damit wir die nächsten hier drauf bekommen. Und ich denke mal, es werden sich genug Leute finden, sobald wir sowieso das Ganze in unserem eigenen Forum haben. Auf drwindows.de. Juhu, wir sind da. Dann gehen wir mal ins Bett. Boah, das macht einem immer Angst, wenn man hier hinlegt, sich reinlegt. Jo, dann gehen wir mal später dann wieder rüber. Und ja, ich sage vielen Dank fürs Zusehen. Ich werde jetzt gucken, dass ich immer versuche. Ich werde es nicht immer schaffen, aber so gut es geht, mindestens halt eine Folge pro Tag rauszubringen. Und dann vielleicht aber nicht so lange Folgen, aber dafür dann immer tagesaktuell werde ich die versuchen auch aufzunehmen. Damit auch später, wenn die neuen Leute auf den Server kommen, ich auch immer aktuell auf Anfragen reagieren kann, wenn zum Beispiel jemand möchte, dass ich sein Haus zeige und so weiter, halt, dass das alles nicht irgendwie 10 Tage verschoben ist. Es bringt jetzt nichts, wenn ich jetzt 10 Tage, also jetzt einfach 10 Folgen am Stück aufnehme, 3 Stunden lang aufnehme, zack, 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 alle Folgen raushaue, jeden Tag eine, dann seht ihr in den ganzen 10 Folgen einfach nur das, was an einem Tag passiert ist, aber gar nicht mehr, was hier so alles auf dem Server in der Zeit passiert. Ihr wisst, was ich meine, ne? Das soll aktuell bleiben. Ja, alles klar, Leute. Vielen Dank fürs Zusehen. Wir sehen uns im nächsten Part Minecraft. Bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao.